Hi und herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial. Ich will euch heute zeigen, wie wir unser Logo gemacht haben. Und zwar, ich habe schon was vorbereitet, ein Bild. Ihr könnt euch einfach eins aus dem Internet runterladen, was euch gefällt, was ihr dann als Hintergrund benutzen wollt. Und dann fangen wir mal an. Als erstes erstellt ihr eine neue Ebene. Dann wählt ihr das Auswahl-Ellipse-Werkzeug und zieht mit gedrückter Shift-Taste einen Kreis von der einen Ecke zur anderen Ecke. So, das Ganze füllt ihr jetzt mit dem Verlaufswerkzeug. Das befindet sich beim Füllwerkzeug. Wenn das nicht dort ist, müsst ihr einfach Rechtsklick machen und das Verlaufswerkzeug auswählen. Drückt jetzt hier oben hin, wenn es nicht der Verlauf ist, den ihr haben wollt. Und ich nehme einfach mal ein Rot zu einem dunklen Rot. So. Jetzt wieder mit gedrückter Shift-Taste einen Verlauf machen. Und schon haben wir den Verlauf. So. Jetzt kommen wir zum Glanzeffekt. Drückt einfach STRG D, um die Auswahl aufzuheben. Und erstellt eine neue Ebene. Jetzt wieder das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. Erstellt ungefähr so einen Kreis. Zieht den an Ort und Stelle. Also so oben, relativ mittig. Und füllt den mit Weiß. So, jetzt wieder die Auswahl aufheben mit STRG D und eine Ebenenmaske hinzufügen. Diese Ebenenmaske bewirkt, dass mit dunkleren Farbtönen ein Transparent erstellt wird und mit helleren die Farbe bleibt. Und zwar wieder das Verlaufswerkzeug, mein Schwarz zu Weiß. Und wieder mit gedrückter Shift-Taste, damit alles gerade bleibt, ein Verlauf. So, und schon habt ihr einen Verlauf, den Glanz, und drückt jetzt mit rechter Maustaste auf Ebene 2 und klickt auf mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren. Das Ganze ist jetzt eine Ebene geworden. Und jetzt geht ihr hier auf die Ebeneneigenschaften, wo normal steht, und geht auf Lichtpunkt. Ihr könnt noch andere Effekte aussuchen, aber mir hat der am meisten gefallen. Und dann habt ihr diesen Effekt. Jetzt, wenn ihr noch eine Schrift dort drin haben wollt, geht ihr einfach auf das Textwerkzeug. Macht euch eine Fläche und schreibt einfach was rein. Ich nehme jetzt La Photoshop e Vegas. Oh. So. Und wenn ihr das Ganze größer haben wollt, dann geht ihr auf Bearbeiten, dann frei transformieren und zieht mit gedrückter Shift-Taste das Ganze größer hier oben in diesem kleinen Kästchen. So. Zieht das in die Mitte. Und wenn ihr jetzt außerhalb dieses Rechteckes geht, dann kommen diese zwei Pfeile. Die sind dann zum Drehen da. Ich drehe das Ganze mal. So, dann zieht ihr das wieder an Ort und Stelle. Und bestätigt mit Enter. So, und im Prinzip seid ihr jetzt fertig. Danke fürs Zuschauen und ciao.